Theologie des Kreuzes aus der Heidelberger Disputation von Dr. Martin Luther. Kreuzestheologie, was sagt die Bibel? Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn dieweil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch törichte Predigt selig zu machen, die so daran glauben. Sintemal die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus, göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Zitiert aus 1. Korinther 1 nach der Lutherbibel 1912. Theologie des Kreuzes, nicht der Herrlichkeit. Von Dr. Martin Luther, Heidelberger Disputation aus dem Jahre 1518, zitiert nach Johann Georg Walch, 2. Ausgabe, Band 18, Spalte 50 bis 53, Rechtschreibung angepasst. 19. These. Nicht der wird mit Recht ein Theologe genannt, der die unsichtbaren Dinge Gottes durch das, was geworden ist, als begriffen ansieht. Dies ist offenbar durch die, welche so gewesen sind und doch von dem Apostel in Römer 1, 22 Narren genannt werden. Ferner, die unsichtbaren Dinge Gottes sind Tugend, Göttlichkeit, Weisheit, Gerechtigkeit, Güte und so weiter. Die Erkenntnis aller dieser Dinge macht aber weder würdig noch weise. 20. These. Sondern der, die sichtbaren und geringeren Dinge Gottes durch Kreuz und Leiden angesehen begreift. Die geringeren und sichtbaren Dinge Gottes sind den Unsichtbaren entgegengesetzt, nämlich Menschlichkeit, Schwachheit, Torheit, wie sie der Apostel in 1. Korinther 1, 25 Gottes Schwachheit und Torheit nennt. Denn weil die Menschen die Erkenntnis Gottes aus den Werken missbrauchten, so wollte Gott wiederum aus den Leiden erkannt werden und jene Weisheit der unsichtbaren Dinge durch die Weisheit der sichtbaren Dinge verwerfen, damit so, die Gott nicht verehrten, wie er offenbar ist aus seinen Werken, ihn verehren sollten, wie er verborgen ist in den Leiden, wie es 1. Korinther 1, 21 heißt. Dieweil die Welt in ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl durch törichte Predigt, selig zu machen, die so daran glauben. So dass es nunmehr für keinen hinreichend ist und nichts nützt, Gott in seiner Herrlichkeit und Majestät zu erkennen, wenn er ihn nicht in der Niedrigkeit und Schmach des Kreuzes erkennt. So macht er die Weisheit der Weisen zu Schanden. Wie Jesaja spricht, Kapitel 45, 15. Fürwahr, du bist ein verborgener Gott. So auch, als Philippus nach der Theologie der Herrlichkeit sprach, Johannes 14, 8, zeige uns den Vater. So zog Christus alsbald dessen flüchtigen Gedanken, Gott anderswo zu suchen, zurück und führte ihn auf sich selbst, indem er sprach, Philippus, wer mich sieht, der sieht auch meinen Vater. Darum ist die wahre Theologie und Erkenntnis Gottes in dem gekreuzigten Christus, wie es auch Johannes 14, 6 heißt. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und Johannes 10, 9, ich bin die Tür. 21. These. Ein Theologe der Herrlichkeit nennt das Böse gut und das Gute böse. Ein Theologe des Kreuzes aber nennt die Sache so, wie sie ist. Dies ist klar. Denn wenn er Christus nicht kennt, so kennt er den in den Leiden verborgenen Gott nicht. Darum zieht er die Werke, den Leiden und die Herrlichkeit dem Kreuze, die Kraft der Schwachheit und die Weisheit der Torheit,
und überhaupt das Gute dem Bösen vor. Derart sind die, welche der Apostel Feinde des Kreuzes Christi nennt. Philipper 3,18. Besonders, weil sie Kreuz und Leiden hassen, die Werke aber und den Ruhm derselben lieben. Und so das Gut des Kreuzes böse und das Böse des Werkes gut nennen. Dass man aber Gott nicht finden kann, außer in Kreuz und Leiden, ist schon gesagt. Darum sagen die Freunde des Kreuzes, dass das Kreuz gut sei und die Werke böse. Denn durch das Kreuz werden die Werke zerstört und der alte Adam gekreuzigt, der durch die Werke vielmehr aufgebaut wird. Denn es ist unmöglich, dass der durch seine guten Werke nicht aufgebläht werden sollte, der nicht zuvor durch Leiden und Übel erniedrigt und zunichte gemacht ist, bis er weiß, dass er nichts sei und die Werke nicht sein, sondern Gottes sind. 22. These. Jene Weisheit, welche die unsichtbaren Dinge Gottes aus den Werken als begriffen ansieht, bläht ganz und gar auf, verblendet und verhärtet. Dies ist schon gesagt worden, denn weil sie das Kreuz nicht kennen und hassen, müssen sie notwendigerweise das Gegenteil, nämlich Weisheit, Ruhm, Macht, lieben. Darum werden sie durch solche Liebe immer mehr verblendet und verhärtet. Denn es ist unmöglich, dass die Begierde durch die Erlangung dessen, das sie wünscht, gesättigt werden könnte. Denn gleich wie die Liebe zum Gelde in dem Maße wächst, als das Geld selbst zunimmt, so hat auch die Wassersucht der Seele umso mehr Durst, je mehr sie trinkt, wie der Dichter spricht. Je mehr sie getränkt werden, desto mehr dürsten sie nach Wasser. So heißt es, Prediger 1,8, das Auge sieht sich nimmer satt und das Ohr hört sich nimmer satt. Und dies gilt von allen Begierden. Darum wird auch die Wissbegierde nicht gesättigt durch die Weisheit, die man erlangt hat, sondern mehr gereizt. So wird die Begierde nach Ruhm und Ehre nicht gesättigt durch die Ehre, die sie erlangt hat, noch auch wird die Herrschsucht gesättigt durch Macht und Herrschaft, auch die Begierde nach Lob wird nicht gesättigt durch Lob. Wie dies Christus in Johannes 4,13 anzeigt, da er spricht, wer dieses Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Es bleibt also nur das eine Heilmittel, dass man es nicht durch Sättigen heile, sondern durch Austilgen. Das heißt, dass der, welcher weise werden will, nicht die Weisheit durch Vorwärtsschreiten suche, sondern dass er rückwärts gehe und ein Tor werde im Suchen der Torheit. So, wer mächtig, reich an Ehren, voller Wonne, satt in allen Dingen werden will, der muss Macht, Ehre, Vergnügen, Sättigung in allen Dingen viel mehr fliehen als suchen. Das ist jene Weisheit, welche der Welt eine Torheit ist. 23. These. Und das Gesetz wirkt den Zorn Gottes, tötet, verflucht, macht schuldig, richtet und verdammt alles, was nicht in Christus ist. So heißt es Galater 3,13, Christus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Und eben da selbst Vers 10, die mit des Gesetzes Werken umgehen, die sind unter dem Fluch. Und Römer 4,15, das Gesetz richtet nur Zorn an. Und Römer 7,10, es fand sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Römer 2,12 aber heißt es, welche am Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Darum, wer sich im Gesetz als weise und gelehrt rühmt, der rühmt sich seiner Schande, seines Fluches, des Zornes Gottes und des Todes, wie es Römer 2,23 heißt, was rühmst du dich des Gesetzes? 24. These. Und doch ist jene Weisheit nicht böse, noch das Gesetz zu fliehen, sondern der Mensch ohne die Theologie des Kreuzes missbraucht das Beste aufs Schlimmste.
Denn das Gesetz ist heilig, Römer 7,12. Und alle Gabe Gottes ist gut, 1. Timotheus 4,4. Alles, was geschaffen ist, ist sehr gut, 1. Mose 1,31. Aber wie oben gesagt ist, wer noch nicht vernichtet ist und durch Kreuz und Leiden zu nichts gemacht, der schreibt Werke und Weisheit sich selbst zu, nicht aber Gott, und so missbraucht er die Gaben Gottes und verunreinigt sie. Wer aber durch Leiden erniedrigt ist, der wirkt nun nicht, sondern weiß, dass Gott in ihm wirkt und alles tut. Darum, mag er wirken oder nicht, so ist es für ihn dasselbe. Er rühmt sich weder, wenn er wirkt, noch wird er beschämt, wenn Gott nicht in ihm wirkt. Er weiß, dass es ihm genug ist, wenn er leidet und durch das Kreuz zunichte gemacht wird, um immer mehr vernichtet zu werden. Und das ist es, was Christus in Johannes 3, Vers 7 sagt: Ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn man also von Neuem geboren werden muss, so muss man folglich zuvor sterben und mit dem Menschensohn erhöht werden. Sterben, sage ich, das heißt, den gegenwärtigen Tod fühlen. Das war ein Ausschnitt aus der Heidelberger Disputation. Disputatio Heidelberge habita. Es war ein akademisches Streitgespräch, das am 26. April 1518 im Hörsaal der Artistenfakultät der Universität Heidelberg im Rahmen des Generalkapitels der Sächsischen Reformkongregation der Augustiner-Eremiten stattfand. Luther war Teilnehmer und verteidigte seine Thesen als Respondent gegen fünf Heidelberger Doktoren.